Okay, wir fangen einfach an. Das ist noch zu früh, aber desto später können wir aufhören. Ingwer. Aber immerhin Bio. Das ist aber nur getäuscht, ist alles Alkohol. Von mir. Bio. Also, ich wollte hier nicht was essen. Mit meinen Krankheiten. So. Schönen zweiten Pfingsttag. Was lachst du überhaupt? Ich will dich nicht. Du bist doch ein dritter Vater oder was? Einer reicht. Einer. Das ist immer der eine. Mit dem anderen Gesicht. Und der ist dann ganz schön gut. So, okay, wer fängt an? Ja, können wir nach Hause gehen. Gut, Eva. Alles im Adam? Ja, du sagst es. Du sagst es. Ja. Genau, wegen dieser Paradiesgeschichte hätte ich noch einen Frage, du hast ja gestern erzählt von diesen zwei Bäumen, diese Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nö, das Baum des Wissens. Oder wie heißt das? Also, Erkenntnis. Also die Frage wäre eigentlich, diese Baum des Lebens, habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, was ist genau? Ja. Ich glaube, wir brauchen ein paar Israelis hier, das mehr. Kabbala. Ja, das stimmt. Uns Kabbala, wie heißt das? Wir kabbeln uns sonst immer. Das Baum des Lebens wäre einfach ein. Ja, ein Sein ohne Sein. Und der Baum des Wissens ist einer, der wissen will, was er ist. Die Wissenssehnsucht, also. Die Liebe, die dann das wissen will, was sie ist, und die Liebe, die einfach liebt. Die Liebe, die einen Liebenden erzeugt, und die Liebe, die einfach nur lieben will. Das wäre das Baum des Lebens dann. So ungefähr. Also ein Wissen, was nur Wissen, also Knowledge neu oder Leben lebend oder Leben lebender. Wissen wollen wir. Mit und ohne Ich. Das heißt, der Baum des Lebens ist das paradiesische. Das Baum des Lebens ist ein unpersönliches Dasein. Unpersönlich. Und das Baum des Wissens ist ein persönliches Wissen wollen. Also ein Süchtiger nach Selbstsucht. Ein Selbstsüchtiger, der nach sich selbst sucht. Und das der Baum des Lebens ist ein unpersönliches Dasein. Das ist das Leben von Parabrahman. Der Parabrahman ist was anderes. Der ist anderes. Das ist der, das alles träumt. Der träumt den persönlichen und den unpersönlichen Traum. Der träumt beide Träume, nochmal ist ja auch Bäume. Und Träume. Eben, das ist auch in der Traum, weil der Parabrahman kann sich nicht entscheiden, der muss sich nicht entscheiden, weil er sich als beides träumen muss. Er muss sich als persönlich und unpersönlich träumen. Er muss sich als Träumer träumen und als Träumen träumen. Aber für den Parabrahman ist es irrelevant, als was er sich träumt. Aber für einen, der jetzt denkt, er hätte ein besseres Leben, wenn er unpersönlich wäre, also ein Ich denkt, ohne Ich ging es ihm besser. Das wäre dann die Idee, dass der Baum des Lebens besser ist als das Baum des Wissens. Es war also einen, der unterscheidet. Der einen Vorteil haben könnte, weil ein persönliches Ich hat einen Vorteil, wenn es unpersönlich wäre. Also ich wünschte mir, mich gäbe es nicht. Diese Sehnsucht nach Ichlosigkeit. Die kann nur sein, wenn ein Ich da ist.
Für das Ich ist es der angenehmste Zustand, wenn es eben als Ich ist. Ein angenehmerer Zustand. Ein angenehmer. Es ist nicht der angenehmste Zustand. Der angenehmste Zustand ist, das zu sein, was keinen angenehmen Zustand braucht. Also auch der angenehmere Zustand ist immer noch ein bedingter Zustand, der ihn braucht, der ihn unterscheidet. Also das, die Angenehmheit an sich ist zu sein, was du bist, der, was kein angenehm oder unangenehm kennt. Also Nicht-Kennen von angenehm und unangenehm ist das vollkommen angenehm. Also wieder die Nicht-Kenntnis ist die Annehmbarkeit, das Angenehme an sich. Nicht das Kennen erzeugt immer Getrenntes. Wenn du das eine kennst, schaffst du auch das andere. Also Selbsterkenntnis schafft schon auch Nicht-Selbsterkenntnis. Das ist schon beides schon dumm gelaufen. Also Wissen ist nicht immer ein Herr mit Nicht-Wissen. Ja, was? Wissen. Wenn einer weiß, weiß er auch nicht. Weil wenn einer weiß, sieht auch andere, die nicht wissen. Also wenn einer erwacht ist, sieht auch andere noch, die nicht erwacht sind. Das sind diese erwachten Meister, die sitzen irgendwo und sind erwacht und sprechen natürlich nicht erwachten. Wenn du erstmal da bist, wo ich bin, oder wo ich nicht bin, eigentlich. Komm du mir erst dahin, wo ich nicht bin. Überträgst du mich dann? Wo du mich nicht triffst, da bin ich dann. Da bist du auch nicht. Also bla bla bla. Einheitsmeister. So wie Helmut Kohl. Ja. Ist wie Helmut Kohl, der auch seine Autobiografie nicht autorisiert hat. Und dann müssen wir uns jetzt Angela damit offen halten drücken. Alles, was der Einheit fordert. Wenn man das gewusst hätte, hätten wir die Mauer höher gebaut. Nur die so, da hätte man dich nicht sehen müssen. Das wäre ein Grund gewesen. Ja, ja. Aber wir hätten sie gebaut und wir hätten sie verdoppelt. Die Mauer sieht man. Ja. Um das alles, sagen wir mal, nicht zu kennen oder zu erkennen oder sagen zu können, was du sagst, also diese ganzen verschiedenen Unterscheidungen, die ja immer noch Unterscheidungen sind, die, von denen du sagst, es sind keine... Unterscheidungslosigkeit, um in die Unterscheidungslosigkeit zu gelangen, ist unmöglich, weil das ist deine Natur. Das heißt, es braucht auch nicht... Es braucht nichts. Alle möglichen Erfahrungen... Es braucht gar nichts. Es ist von Anfang, es war, es ist, wird das sein, was keine Unterscheidung kennt, weil es sich selbst nicht kennt. Weil die Natur von Leben kennt kein Leben und weil es kein Leben kennt, kann es auch kein Leben unterscheiden. Also die Natur, das Wesen von dem, was du bist, ist Wesenslosigkeit, weil es kennt kein Wesen. Weil es kein Wesen kennt, kennt es auch kein Wesen und nicht weder etwas Wesentliches noch Unwesentliches. Es braucht auch keine spirituelle Erfahrung. wenn da nichts ist, was brauchen könnte, was sollte dann was brauchen? Davon jetzt sprechen kannst. Ich, das ist ganz natürlich. Dass du da nicht von sprichst, das ist unnatürlich. Ja, ich meine es so. Mich wundert immer, dass du nicht so sprichst. Weil du musst dich ganz schön anstrengen, nicht so zu sprechen. Es ist anstrengend, unnatürlich zu sein. Ständig bist du müde, musst abends schlafen. Und natürlich ist total Stress. Aber du machst ja gerne Stress. Weil sonst gäbe es dich ja gar nicht. Du bist der Stressfaktor. Du willst ja wissen. Du willst ja natürlich sein. Und das ist schon ganz schön unnatürlich. Du wünschst dir immer wunschlos zu sein, das ist verrückt, ne? Und das hört nie auf. Die Suche nicht mehr suchen zu müssen. In der Richtung. Also für deine Natur, für das Wesen, ist es ganz natürlich, nicht zu wissen, was es ist. Und das Nichtwissen ist Wissen. Und da ist es ganz natürlich, dass Wissen einfach da ist.
wenn es nötig ist. Aber es braucht keiner. Und da kann der dann was spricht. Es schafft sich schon einen, der da so spricht, dass, es, dass er nicht braucht, dass er spricht. Dieses Weh, wo weh, also das handlungslose Handeln des handlungslosen Handelnden. Keine Ahnung. Wir wollen jetzt nicht so kompliziert werden. Weier, oh weier, weh, wo weier. Aber man könnte auch mal drüber sprechen. Ja, eigentlich ist es, musst du, hast du das alles gelernt. Als Baby hast du einfach nur la, la, la. Ganz natürlich. Und dann hast du Sprechen gelernt. Und dann hast du übernommen von irgendwelchen Sprechblasen, irgendwelche, ich sollte, ich müsste, ich könnte. Und was auch immer. Dann wurdest du konfirmiert oder getauft und dann in die Gemeinschaft der gemeinen Stressfaktoren eingegliedert. Vater, Mutter, Stress haben mich gestresst. Ja, ein Baby, jeder mag ein Baby, liebt, verliebt sich ein Baby, weil da ist kein Baby. Da ist etwas, was gar nicht weiß, was es ist. Und trotzdem ist es. Ein Sein, was gar nicht wissen muss, ob es ist oder nicht ist. Und trotz des Nichtwissens ist, was es ist. Das ist eine vollkommene Innocent, also diese totale Schuldlosigkeit, die da ist. Der verliebt sich automatisch in diese Virgin Mary da. Hinterher wird zur Bloody Mary. Das ist verrückt, ne? Und dahinter muss es wieder zur Virgin Mary werden. Aber dafür muss man keinen Sohn als Jesus haben. Ne? Die Mary schon. Mary. Desto mehr, Maryer, desto besser. Ne, wo waren wir? Fertig? Alles okay. Oh weh, es war alles okay. Gut, weiter. Dann heute müssen wir abschließen. Letzter Tag. Gnade gibt es eigentlich nicht, weil niemand da ist, der sie bräuchte. Das ist die Gnade. Weil die Gnade braucht keine Gnade, weil sie Gnade ist. Und Gnade ist alles, was ist. Gnade ist ein Synonym für Selbst, Sein, nenn es, was du willst. Leben, alles das ist Gnade, die keine Gnade braucht. Also die Natur von Gnade ist, Gnade zu sein, die keine Gnade kennt. Weil sie Gnade ist, auch keine Gnade braucht. Und darum kannst du mit Leben das Gleiche machen. Also das wahre Menschsein ist ein Mensch, der keinen Menschen kennt. Wo du einfach nur ein Mensch bist, aber wo da keiner ist, der eine Menschlichkeit hat. Oder das definiert, was Mensch ist. Das wäre dann dieses unpersönliche Menschsein. Der wahre Mensch. Oder der Geist, der keinen Geist hat, sondern und keinem anderen auf den Geist geht. Also Geist kennt keinen Geist, der ist Geist. Das ist der reine Geist, den wir heute feiern, das ist ein Pfingstochsen. Ein Bulle ohne Ei. In der Richtung. Und das bist du halt jede Nacht, wenn du tief schläfst, also wo keiner da ist, der schläft oder nicht schläft, da existierst du als das, was du auch jetzt bist. Und das, was morgens aufkommt, das ist wie so ein Gast, der erscheint in dem, was du bist und abends wieder weggeht. Also der, wo der geboren ist und der sterben wird. Aber das, was du bist, ist mit und ohne dem. Und was dieser Gast dann weiß oder nicht weiß, oder was der erfährt oder nicht erfährt, die ganze Geschichte von diesem Quatschkopf hier, der kommt und geht und der ist schon längst wieder weg. Also sobald der Körper erscheint, ist es schon eine Leichenerfahrung, die irgendwann mal wieder vergangen ist. Und nur Leichen vergleichen sich. Du kannst nur Leichen vergleichen, Leben kann man nicht vergleichen. Also alles, was du vergleichen kannst, ist tot. Das sind Leichen. Und alles, was verschieden ist, gehört wohin? Da, wo verschiedene sind, auf dem Friedhof. Das ist die Verschiedenheit. Die deutsche Sprache ist sehr klar und deutlich. Ist sehr selbstverständlich. Vielleicht auch selbst gemacht.
Frage ist, hat das Leben sich jemals in die Hose gemacht? Hat das Leben eine Hose? Grundlegende Frage. Oder ist der Hosenscheißer, der in ihm steckt, schon... Naja, gut. Fangen wir hier weiter. Ja. Du hast mal Migräne beschrieben als unbedeutenden Nebeneffekt von Verstehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ein sogenannter Nebeneffekt von, wenn Wissen dich auffrisst. Ja, und meine Frage ist, was passiert eigentlich mit der Erinnerung oder was ist Erinnerung? Ist alles da. Aber es ist keiner da, der zu seiner Geschichte macht. Er kann auch, wenn einer erzählt, du warst so und so in der Kindheit, sagt er, ja, klar. Dann kommt der Nächste und sagt, du warst so und so, ja, war ich auch. Also es ist nicht einer, der unbedingt einen Vorteil, also eine Präferenz hat. Ich war so und so und das wiederholt. Also ist Erinnerung während gegen das Verstehen? Nein, du bist immer da. Ist auch da. Okay. Aber heute so und morgen so, du bist nicht darauf fixiert, dass es so oder so zu sein hat. Wenn dein Vater sagt, du warst so und so, sagst du, ja, toll. Wenn du da sagst, nee, du warst, oh, ja, war ich sowieso so und so. Und wenn dann noch die Freundin kommt, du warst immer, ja, war ich hundertprozentig. Also wenn du kein, ja, ich war ich so. Wenn du das denkst, du hast mich so gesehen, dann stimmt das so. Es ist dein Ding. Dann war ich halt so. Auf einmal erinnerst du dich auch genauso gewesen zu sein und wunderst dich, oh, Mensch, da war ich ja wirklich so. Und beim nächsten Mal hast du wieder, genau so. Also du hast keine, du machst deine Geschichte nicht mehr, regelst es ständig weiter, so als wenn das wirklich deine Wahrheit wäre. Weil die gibt es dann nicht. Es gibt nicht mehr deine Wahrheit. Es gibt dann unendliche Wahrheiten von unendlichen Perspektiven, die dich wahrgenommen haben als irgendetwas. Und alle haben recht. Ja, ja. Du musst also nichts mehr zu verteidigen. Du hast keine Stellungskriege mehr zu führen, wo du dich definierst als so und so und das musst du dann verteidigen. Du musst auch immer so sein. Dann wird jeder mit dir zurechtkommen. Und du immer weißt, wie du warst. Und dann immer so reagieren musst, wie du dann eben auch reagiert hast vorher. Du musst dich ständig bereithalten, immer in Bereitschaft. Wenn das und das passiert, muss ich so und so reagieren, weil ich bin so. Nein, du reagierst ständig anders und wunderst dich immer mehr, wo das herkommt. Wo war das denn gerade? Wer war das denn gerade oder so? Das ist wunderbar. Man wundert sich über alles. Kenne ich den? Das ist das Schöne, wenn du den nicht mehr kennst, dann ist er okay. Aber sobald du ihn kennst und besonders als dich empfindest, du bist das, den du da kennst. Du bist der Kennende, der sich kennt und weiß, wer er ist. Und der ist der Sohn von seinem Vater und er ist ein Deutscher und er ist das und die Nationalität und ich bin das und das. Meine Seele ist so und so, meine Sprache, dem. Und das ganze, meine Burg ist Festung, tralala, und feste Buchen, mein Gott, mein voll versteift im Hier und Jetzt. Und ein wandelnder, irritierter Penis, der immer steif weiß, dass er steif ist. Deutsche Eichel. Es eichelt sich vor mir hin. Der Eichel her. Gib mir mal die Eichel her. Es gibt einen Namen, der ist Eichel her. Vogel. Eichel her. Ihr wisst gar nichts, ihr kommt aus dem Süden. Aber doch nur im Norden wird gevögelt. Es gibt jetzt auf Langeoog, da machen sie. Einladung zum Vögeln. Vogelzählen. Nein, nicht Vogelzählen. Die haben sich verschrieben bei irgendeinem Werbeprospekt. Haben sie, bei uns können sie. Ist gut für irgendwas. Jetzt kommen sie alle zum Vögeln. Sind die gute Vögel? Auf Langeoog. Das meine ich damit, du hast keine Grenzen mehr. Du gehst so tief rein in den Scheiß. So ein Blödsinn redest du und es macht dir nichts. Und du redest dann wieder ganz oben und ganz unten und dazwischen ist aber keine Qualitätsunterschiede. Beides ist dummes Zeug. Nonsense.
Ob du jetzt hochgradige Wahrheiten verströmst und da oben hochgeistiges irgendetwas und Sanskrit bis zum tiefsten Untergrund kennst oder alles weißt, was Shiva Shambhu heißt oder welche Gesichter der Shiva hat oder so, ist vollkommen irre. Dann redest du wieder vom Vögeln da unten. Das ist ein Hinweis für das Leben, hat das beides keinen Unterschied in seinem Ausdruck. Es ist einfach beides die Verwirklichung von dem, was du bist. Und das eine ist jetzt nicht ein höheres Sein, das andere ein tieferes Sein. Und das kennst du gar nicht mehr. Lass deinen Finger unten da, du nervst mich. Mach die Mütze ab und lass die Finger unten. Er wollte nur grüßen. Du musst ruhig, sonst fliegst du auch gleich raus. Immer noch seinen Senf dazugeben, der Stadtmusikant. So, wo war ich? Da bist du. Das ist dein Revier. Thalia Theater. Gut, was wolltest du wissen? Du sagst, du musst keine Stellungskriege mehr führen. Ich führe ständig Kriege, aber ich weiß nicht, wer gewinnt. Aber kommt das Gefühl der Scham noch? Ich schäme mich ständig. Jetzt will er wieder wissen, geht es bei mir was anderes als bei mir. Er will irgendwas Besonderes wieder aus mir machen. Du bist so ein Arsch, bist du. Merkst du das? Es ist so ein hinterfurziges Irgendwas da, was da sitzt. Und will ständig aus mir irgendwas Besonderes machen, was bei mir nicht mehr ist, und dann hinterher drauf rein und bei dir ist es trotzdem. Damit er irgendwas noch einen runden Punkt findet, wo er dann noch stechen kann. Das sind solche, ich kenne diese Arsche bis ins Kleinste. Wir machen bei mir uns immer Arsch mit Ohren. Und Mütze drauf, damit man die Ohren nicht sieht. Das Hinterhältige, ne? Merkt ihr die Hinterhältigkeit von Fragen? Das hört sich so unschuldig an, aber wenn du weißt, wo die herkommen, dann könntest du gleich eine in die Schnauze haben. Das sind Beleidigungen, die muss man sich über sich ergehen lassen. Das gießt einen so raus, diese Jauche. Das dünkt mich. Das sind so diese Nachteile, wenn man weiß, wo es herkommt. Man kann es nicht mehr als unschuldig betrachten. Ja? Du weißt es selber, wo es herkommt. Ja. Dass da keine Unschuld drin ist, sondern reine Kriegsführung. Ja. Und warte auf, bis Deutschland zurückschießt. Zwei von der Schuhe geschossen. Schieß mir vorher überhaupt anfängt. Ja, so, weiter. Hat noch einer eine Kriegserklärung zu gestalten? Ja. Die sieben Stufen. Ist ja noch eine Kriegserführung jetzt. Ja. Wann warst du in der fünften? Wo hältst du dich meistens auf? Welche könntest du empfehlen? Bist du schon etabliert in der dritten? Ich meine, das könnte so weitergehen. Ja. Das ist so, diese sieben Stufen, die sagen mir nichts. Soll man auch nicht, vergesse gleich wieder. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Man muss nicht alles wissen. Man kann zwar alles essen, aber nicht alles wissen. Nee, kannst du gleich wieder vergessen, deshalb bringt dir nichts. Das ist nur Semantik, dass man irgend so ein System da vorzaubert und dann damit irgend so ein kleiner Geist sich damit befriedigt. Das ist eine Selbstbefriedigungsaktion von sieben Stufen. Das ist so zwei Nachbarn, der eine und mein Auto hat drei Gänge, meiner hat schon vier. Der nächste, dann kauft er sich das nächste natürlich einen fünften Gang.
Und dann der Fünfgang, ich muss es jetzt Sechsen haben. Und dann kommt der Siebte. Dann gab es diesen Davri John, The Drive. Der hat dann gesagt, ja, ich bin der Einzige, der den siebten Zustand erreicht hat. Mhm. Und niemals Ramana, der war erst im Vierten, hat aufgehört, weil sein Auto kaputt war. Hat er gesagt. Und er wäre der Einzige jemals, der es geschafft hat, in den Siebten zu gelangen. Davri John. Auf Fidschi. Die Buddhisten haben ja auch diese sieben oder neun Bhumis. Also Bhumis? Bumerangs. Ja. Kängurus sind auch die einzigen, die einen Beutel haben. Die haben den neunten noch unten drunter. Die Bhumis. Das ist so eine Kapitel. Hört sich an wie ein Comicstrip oder so. Comicstrip für Buddhisten. Ja? Ja, es sind auch also irgendwelche Erleuchtungsstufen. Ja, ich weiß, es gibt überall den Scheiß. Ja, ja. Braucht man nicht weit gucken. Auch die Christen haben da ihre Dinger, die Heiligen und die Bodo und die Archangel und so. Die Archangel. Die Aasgeier. Gabriel und Michael, den ganzen Scheiß, auf welche Stufen sollst du kommen, wen Gott liebt mehr, oder der Papst, ist der näher dran, oder, ja, was jetzt? Es gibt so viele Konzepte, ne? So viele Stufen und so viele Dinge, und Gott sei Dank bringt es alles nichts, und es macht nichts. Frag mal ein Baby, welcher Stufe bist du gerade? Wenn jetzt kein Pennbart pickelst, der ist gesund. Verpiss dich, Alter. Ja, sobald es Menschen gibt und zwei gibt, gibt es diese Vergleichen. Ständig immer einer höher als der andere, oben drauf, das noch drauf und ich bin besser da oder schlechter da. Der Wettbewerb hört nie auf. Sogar die Religion, ständig im ständigen Wettbewerb um mehr. Was auch immer Mitglieder. Wie groß ist meine Religion? Ja, größer als deine. Ja, was sollst du machen? Auch wenn du wach wirst, du hast in dir schon mehrere Gestalten, die miteinander konkurrieren. Welches Ich nehmen wir denn heute gern? Kommt drauf gerade an, was heute anliegt. Muss ich zum Finanzamt oder nur einkaufen oder kann ich schwimmen gehen? In dem Moment wird das Ich meldet sich. Ich bin dafür zuständig. Ich bin der Beste dafür. Wie viele Ich hast du in dir? Hast du schon mal gezählt? Ich habe aufgehört. Ja, da kommt man nicht zu Gange. Für den Liebhaber hat man das, für den Ehemann das, für den Postboten auch noch ein anderes. Du verhältst dich als zu jedem, den du triffst, anders. Da ist immer ein anderes Ich im Vordergrund und fummelt. Also aus diesem Cluster, diesem Konglomerat von Ichs, die zusammengewürfelt so eine Wolke bilden, dass immer so ein zentrales Ich sich gerade in den Vordergrund schiebt, wo es dann sich dem anderen dann zeigt. Ja? Und gerade dann angemessen oder unangemessen. Unangemessen gibt es dann ein Peng. Da musst du auch den aggressiven Rocker hinten wieder rausholen. Ich dachte, der ist schon begraben vor 40 Jahren, aber nein, dann kommt er wieder. Wenn er auch gebraucht wird, der ist immer noch zur Verfügung. Ja, ein Glück, ne? War jetzt erst aktiv. Warst du die eine, die gestern angemacht wurde? Nee, nee? Zum Glück nicht. Also, zum Glück nicht? Nee. Manche wären froh, wenn sie das machen. Mein Kamerad, warum denn ich nicht? Ich habe mich auch dahingestellt. Ich nehme den nie. Ich will auch ins Fernsehen.